Wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wir werden schon mal anfangen, in die nächste Unit hineinzuschauen, Training und Testing. Hier geht es dann darum, sich nicht nur ein Maß auszurechnen, sondern auch festzustellen im Allgemeinen, wie gut ist denn jetzt mein System im Vergleich zu einem anderen System. Ich stelle mal eine Behauptung auf hier auf der Folie. System 1 ist besser als System 2, weil es eine Mean Average Precision von 0,61 erzielt, die ja 0,13 besser ist als die von System 2. Und ich frage jetzt Sie, was würden Sie mir denn dazu sagen, wenn ich Ihnen jetzt, ich bin jetzt in der Rolle eines Verkäufers, Sie müssen die Entscheidung treffen, Sie sind das Komitee eines größeren Unternehmens, das Millionen in mich investieren möchte und ich schlage Ihnen vor, mein System 1, das ist das beste System. Das ist wirklich, also schauen Sie sich das an, dramatisch besser als der State of the Art, den Sie schon haben mit System 2. Müssen Sie kaufen. Die Millionen sind mir sicher. Meinen Sie nicht. Sie müssen jetzt Entscheidungen treffen. Reicht Ihnen das? Wollen Sie mehr wissen? Und was wollen Sie wissen? Ja. Wir haben ja gerade gesehen, dass das nicht nur diese eine Zahl irgendeine Aussage trifft. Ja. Weil es kann ja sein, dass jetzt die ersten Dokumente halt hochgerankt sind, aber danach ist dieses, wie funktioniert diese Suchmaschine gar nicht mehr so gut, sondern es funktioniert halt eben nur die ersten paar. Ja. Oder irgendwie. Also ich würde gerne noch mehr Daten dazu sehen. Sie wollen mehr Daten sehen. Genau darauf will ich auch hinaus. Sie wollen mehr Daten sehen. Das finde ich gut. Danke für diesen Einwand. Wenn Ihnen einfach so jemand eine Behauptung, eine Zahl an den Kopf wirft, Zahlen suggerieren ja immer eine gewisse, vermitteln immer ein gewisses Maß an Autorität. Und wer eine Zahl vorweisen kann, der ist immer, boah, super. Ne? Aber Sie sagen richtigerweise, Sie wollen mehr Daten sehen. Und Ich verallgemeinere Ihre Frage mal zu einer Gegenfrage, nämlich, wie kommt denn diese Zahl zustande? So, und ich sage Ihnen jetzt, ja, sehen Sie, ich habe ein Experiment gemacht und ich habe zwei Themen mir ausgesucht, zwei Stück, Topic 1 und Topic 2, wichtige Themen, das wissen Sie, kennen Sie selbst, Topic 1, Topic 2, super. Und Sie sehen hier bei Topic 1 ist die Suchmaschine 0,26 besser geworden im Mean Average Position. Während sie bei Topic 2 hat sie gleich gut abgeschnitten. Also sie ist nicht schlechter. So, also ist, so und insgesamt ergibt sich dann halt die 0,13, die ich Ihnen gerade gesagt habe. Super, oder? Machen wir so. Also viel besser kann man es nicht belegen. Ja. Ja, Sie sprechen was an, das ist interessant, ja, das kaufe ich schon beim nächsten Mal, aber vielleicht sollte man noch die Frage vorher stellen, eine leicht andere kritische Frage vorstellen, noch außerdem. Es gibt noch eine zweite, die hier erfragt wird. Das, was Sie sagen, ist auch richtig, das kommt gleich, ja. Komme ich gleich drauf zurück. Ja, ganz oben. Das ist die Dokumentmenge, die Sie mir gegeben haben. So. Ja. Ich habe mir dann natürlich mit Ihren Nutzern mal unterhalten und ich habe mir die zwei Themen ausgesucht. Alles gut. Ja? Ja? Ah, ach so, er hat Topic 3 und 4, ach so, Sie haben noch mehr als zwei Themen? Das ist ja Wahnsinn. Genau. Also, erstens, das kann alles nur Glück gewesen sein, das ist das, was Sie gesagt haben gerade. Ne? Das war ja nur Glück hier, was ist denn das? Ne? Und vielleicht sollte man sich auch mal mehr als zwei Themen angucken. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe vorher öfter angemerkt, 50 Themen und so, ne? Also Minimum. Nicht Minimum, aber man kann auch mit weniger Themen, das ist jetzt nicht das Problem, aber es geht ja darum, dass wir, ich sag mal, solche Beurteilungen von außen, dass wir denen etwas entgegenzusetzen haben.
Und das wird natürlich in der Forschung, wird das natürlich häufig mal den Leuten entgegengeworfen. Sagen, ja, Moment mal, das, was du hier herausgefunden hast, das war aber nur Glück. Diese 0,01, die du besser bist als das andere System, das kann doch nur Glück gewesen sein. Ich habe das hier ein bisschen plakativer gemacht, um sie ein bisschen aufs Glatteis zu führen, aber im Großen und Ganzen, wir müssen uns noch mehr verteidigen, wenn wir den Leuten Zahlen um die Ohren werfen wollen. Wir müssen noch mindestens etwas von statistischer Relevanz, statistischer Signifikanz erzählen. Wir nehmen also mal 6 Themen und sehen jetzt hier zwischen System 1 und System 2 eine unterschiedliche Verteilung von Verbesserungen und Verschlechterungen in dem Fall, bleibt gleich gut und so weiter und so fort. Das Ganze können wir dann nochmal in Mean ausrechnen und sehen dann das Endergebnis, was ich hier schon hatte. Und die Frage, die sich jetzt verallgemeinert stellt, ist, gegeben diese konkreten Ergebnisse der Evaluierung, wie wahrscheinlich sind die denn durch Zufall entstanden? Wenn man zugrunde legt, dass beide Systeme eigentlich gleich gut funktionieren. Denn ich habe ja irgendwelche Themen mir ausgesucht, durch welchen Mechanismus auch immer und wie wahrscheinlich, und ich muss mal zugrunde legen, dass die Themen zufällig gewählt wurden, das muss ich jetzt hier, sonst funktioniert die Statistik natürlich nicht. Und demzufolge stellt sich die Frage, okay, ne, wir legen erstmal die sogenannte Null-Hypothese zugrunde. Null heißt langweilig, ist nichts, ist nicht besser geworden als irgendwas anderes und wir sagen einfach, dass die Average Precision Werte, die wir hier für System 1 und System 2 gemessen wurden, von der gleichen zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung stammen. Denn die beiden Systeme, auch wenn sie unterschiedlich implementiert wurden, unterscheiden sich in der Realität gar nicht so richtig. Zumindest nicht von ihrem Verhalten und ihrem Verhalten Suchergebnisse zu erzeugen. Und diese Unterschiede, die wir hier gesehen haben, die werden einfach, natürlich die beiden Systeme sind trotzdem unterschiedlich, die werden einfach zufällig, durch zufälliges Ziehen der Themen jetzt in dem Fall hier, aus der Menge aller möglichen Themen erzeugt. Und natürlich auch des Dokument-Samples, das mir zur Verfügung steht. Ich habe ja gegebenenfalls oder im Normalfall nicht alle Dokumente zur Verfügung. Das bedeutet, irgendwie, wenn man nochmal 6 Themen, beziehungsweise wenn ich jetzt über die 2, die ich am Anfang hatte, nochmal 2 ziehe und nochmal 2 ziehe, dann event sich das aus. Dann ist das einfach, merkt man im Durchschnitt, dass es eigentlich plus minus 0 ist. So, und dann in dem Fall, wenn ich diese Wahrscheinlichkeit P ausrechnen kann, dass beide Systeme aus derselben Verteilung stammen und das nur die natürliche Variation der Verteilung ist, und diese Wahrscheinlichkeit sehr klein wird, zum Beispiel kleiner als 0,05, dann nenne ich das statistisch signifikant. Das ist nochmal eine schnelle Motivation von Hypothesentesten bei der Statistik. Das Ganze hier nochmal illustriert, wir legen irgendeine Verteilung zugrunde, aus der sind jetzt diese Unterschiede hier, diese Plus-Minus-Werte gezogen und wenn die tatsächliche Menge, die ich gezogen habe, hier nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 entsteht, das heißt irgendwo am Rande der Verteilung zu finden ist, dann nenne ich das statistisch signifikant. Und ich muss irgendeine Teststatistik aufstellen, die mir dabei hilft, das zu messen. Denn nicht nur die Werte stammen von derselben zugrunde liegenden Verteilung, sondern ich muss ja diese Menge an Werten bewerten und dafür brauche ich die Teststatistik und die hat eine Verteilung. Das nur nochmal zur Illustration. So, und wir sind jetzt hier quasi am Ende der Vorlesung. Genau. Die Nullhypothese abzulehnen heißt nicht, und das muss man bei statistischen Testen immer sagen, heißt nicht notwendigerweise, dass das Gegenteil wahr ist. Das heißt nur, dass in unserem Experiment gerade wir die Nullhypothese nicht bestätigen können. Mehr nicht. Mehr sollte man erstmal nicht reininterpretieren, aber natürlich, Sie wissen es alle, statistische Signifikanz ist in der Forschung sehr wichtig. Betrachten wir nun also den sogenannten Sign-Test, den Vorzeichentest als sehr einfachen Hypothesentest,
also es ist einfach auch eine schnelle Rekapitulation hier nochmal von Hypothesentests. Sie haben das sicherlich schon an anderer Stelle noch schon mal gehört, aber einfach nur, um es nochmal, damit sich der Sache nochmal gewahr werden. Beim Sign-Test betrachten wir nur den Vorzeichen des gemessenen Unterschieds hier in der Difference-Zeile und sehen dann hier, dass sich bei den 6 Themen, für die beiden Systeme evaluiert wurden, System 1 in 4 Themen besser geworden ist. Demzufolge bekommt es ein Plus. In einem Thema ist es leicht schlechter geworden, ein Minus. Und in einem anderen Thema ist es gleich geblieben und man bekommt ein Gleichheitszeichen. Das ist im Prinzip schon alles, was hier berücksichtigt wird, wobei man fast schon sagen kann, dass auch dieses Minus hier fast einem Gleichheitszeichen ähnelt, aber wir sind da numerisch genau und es ist ein kleiner Unterschied, der hier stattgefunden hat. Die Prozedur, die jetzt hier zugrunde liegt, ist die, dass wir genau diese Unterschiede aufzeichnen, einfach als binäre Unterschiede, besser geworden, schlechter geworden. Wir ignorieren hingegen die gleichen Themen, denn die erfüllen ja schon die Nullhypothese, dass sich nichts verändert hat. Und die Teststatistik, die wir aufstellen als Maß, ist einfach die Zahl der positiven Veränderungen. Und wir nehmen an, dass letztendlich, wenn sich der Erwartungswert um 0 bewegen soll, der Unterschiede, dann auch die Zahl, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir mal bei irgendeinem Thema einen positiven Unterschied messen und bei irgendeinem Thema einen negativen Unterschied, also die Wahrscheinlichkeit dafür jeweils 0,5 ist. Das ist dann hier zu sehen bei diesen Wahrscheinlichkeiten hier. Dem liegen Annahmen zugrunde, nämlich dass die Themen unabhängig voneinander gewählt werden, also zufällig. Da muss man dann vorsichtig sein bezüglich des Inhalts der Themen natürlich. Man möchte sich aber natürlich schon weiterhin innerhalb der gewissen Domäne, in der man suchen möchte, also zum Beispiel Patente oder so, weiter bewegen. Man möchte jetzt nicht irgendwelche völlig abstrusen Themen wählen. Und wir nehmen auch an, dass die Unterschiede aus derselben Verteilung bezüglich der Teststatistik gezogen werden und dass die Scores, die wir ausgerechnet haben, tatsächlich in irgendeiner Weise sinnvoll verglichen werden können. Das können wir nur daran festmachen, wie wir die Average Precision definiert haben in der vorigen Vorlesung. Ah ja, jetzt geht's direkt. Wenn die Nullhypothese also wahr wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, was ist dann, ne, da stellen wir die Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir bei 6 Themen m gleich 4 mal das Pluszeichen sehen, also eine positive Veränderung bei 5 Experimenten. Und da wir eine binäre Verteilung haben und es gleich wahrscheinlich ist, ob das Positives oder etwas Negatives herauskommt, also eine positive oder negative Veränderung der Systeme, nehmen wir einfach die Bernoulli, also die Binomialverteilung an, als Verteilung der Teststatistik und können den p-Wert dann quasi direkt mit Hilfe der Formel der Binomialverteilung ausrechnen. Wir wollen also die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis messen, dass die Zahl der Plus größer oder gleich m ist in 5 unabhängigen Experimenten nacheinander, wobei die Reihenfolge dann schon keine Rolle spielt. Und das ist dann letztendlich die Formel der Binomialverteilung, die Sie an anderer Stelle schon gesehen haben, in die man jetzt die Zahlen n, Zahl der Experimente, k für das Experiment, das wir gerade betrachten, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein positives Ergebnis sehen, entsprechend potenziert mit n einsetzen müssen. Das Ganze ist dann hier schon einfach ausgerechnet und wir erhalten einen p-Wert von 0,1875. Dieser p-Wert ist größer als 0,05 und demzufolge müssten wir gemäß dieses Tests die Annahme, dass es sich hier um einen signifikanten Unterschied handelt, erstmal ablehnen, sondern annehmen, dass hier nur ein zufälliger Unterschied vorliegt. Es gibt einen zweiten Test, das ist der T-Test, und der
funktioniert ein bisschen anders. Das ist auch der Test, der am häufigsten im Information Retrieval eingesetzt wird. Ich komme gleich auf die Unterschiede zwischen den beiden Tests und warum die überhaupt so unterschiedlich sind. Hier ist die Prozedur ein kleines bisschen komplizierter. Wir berechnen weiterhin die Unterschiede, aber betrachten diesmal nicht nur die Unterschiede, ob sie positiv oder negativ sind, sondern tatsächlich die zahlenmäßigen Unterschiede. Und die Teststatistik, die wir hier sehen, ist der Durchschnitt der Unterschiede. Und davon abgezogen ist der erwartete Unterschied zwischen den beiden Systemen. Und nochmal zur Wiederholung, die Erwartung ist eigentlich, dass sich beide Systeme nicht unterscheiden. Das heißt, das μ wäre hier 0. Die Standardabweichung, die ich hier hilfreicherweise dann schon mal eingesetzt habe, und das Ganze dann geteilt durch die Wurzel der Zahl der Experimente n. Dieser T-Wert hat eine eigene Verteilung und die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und die Hypothese, die wir damit aufstellen, ist, dass der durchschnittliche Unterschied sich nicht oder nicht größer ist als der erwartete Unterschied. Also nicht größer als 0. Wir machen, wie gesagt, einen einseitigen Test und demzufolge genügt das hier. Die Themen müssen weiterhin unabhängig voneinander sein als Annahmen und wir erwarten, dass die Unterschiede auch in dem Fall ganz spezifisch normal verteilt sind, wenn sie denn zufällig wären. Wir können jetzt also wieder die Frage stellen, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir einen durchschnittlichen Unterschied von 0,16 zwischen den beiden Systemen messen, gegeben die Standardabweichung 0,15 bei n gleich 6 Experimenten und einem erwarteten μ von 0. Das Ganze setzen wir nun in diese Teststatistik ein und erhalten einen Wert von 2,613. Das ist jetzt keine Wahrscheinlichkeit. Was wir als nächstes tun müssen, ist die T-Verteilung anwenden und mit diesem Wert an die T-Verteilung herantreten, allerdings mit der Einschränkung, dass wir hier nicht n, sondern n minus 1 einsetzen. Das liegt daran, dass das Experiment, das wir durchgeführt haben, zwar 6 Themen hat, aber nur 5 sogenannte Freiheitsgrade. Denn ich kann jederzeit, wenn ich den Durchschnitt auf einen bestimmten Wert bringen möchte, beim 6. Thema einfach einen spezifischen Unterschied wählen, sodass der Durchschnittswert bei dem erwarteten oder bei dem gewünschten Durchschnittswert landet. Deswegen hier dieser kleine Caveat, an den man sich erinnern muss. Und natürlich gibt es Software, die einem jetzt aus dem T-Wert den eigentlichen P-Wert ausrechnet. Allerdings der klassische herkömmliche Weg, den man früher vor allem auch in Schulen gegangen ist, dass man hinten im Buch eine Tabelle hatte, hier auch in Wikipedia mal verlinkt, in der man einfach nachschlagen konnte, welche T-Werte denn ungefähr zu welchem P-Wert gehören. Und man sucht sich halt den Ausschnitt aus der Tabelle heraus, gemäß der Zeile der Freiheitsgrade, bei dem der Wert zwischen den beiden Einträgen hier liegt. Und das ist dann halt ungefähr die Wahrscheinlichkeit, die man messen würde. Wenn man es tatsächlich ausrechnet, da sind wir so also bei ungefähr 0,025 für den p-Wert und daraus ergibt sich dann schon, dass wir die Nullhypothese nicht ablehnen, dass wir die Nullhypothese ablehnen können und demzufolge mit einer gewissen Konfidenz behaupten dürfen, dass hier ein statistisch signifikanter Unterschied vorliegt und demzufolge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch die beiden Systeme tatsächlich sich stark voneinander unterscheiden, dass System 1 besser ist als System 2. Um jetzt herauszufinden, erstens, wie viele verschiedene Themen ich überhaupt brauche, um eine bestimmte statistische Signifikanz zu erreichen und einen bestimmten Effekt,
und weiterhin herauszufinden, ob ich überhaupt einen sogenannten Effekt erziele, benötigen wir genau diese beiden zusätzlichen Maße noch. Wir müssen zunächst, bevor wir das Experiment anstellen, eine sogenannte Power-Analyse machen. Und nachdem wir das Experiment angestellt haben und die Signifikanz ausgerechnet haben, wird üblicherweise auch die Effektgröße gemessen. Bei der Power-Analyse handelt es sich um eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nullhypothese in einem binären Hypothesentest abgelehnt wird. Und es gibt verschiedene Tests, die gemäß ihrer Konstruktion verschiedene Power-Level haben. Und das macht auch den Unterschied zwischen dem Vorzeichentest, dem Sign-Test und dem T-Test aus. Der T-Test hat eine stärkere Power. Er nutzt auch mehr Informationen aus, nämlich nicht nur den binären Unterschied, also das heißt, ist besser geworden, ist schlechter geworden und die Größenordnung des besser oder schlechter Werdens ignorieren, sondern stattdessen wird tatsächlich geschaut, was ist denn der exakte Wert des Unterschieds. Und statistische Tests, die eine höhere Power haben, haben demzufolge auch eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, die Nullhypothese abzulehnen. Das kann natürlich umgekehrt dazu führen, dass man einfach nur möglichst viele Themen wählen muss, also das heißt die Samplegröße erhöhen muss, um garantiert Signifikanz zu erreichen. Und das sieht man auch, die statistischen Tests sind darauf ausgelegt, dass sie, ich sag mal so, mit Größenordnungen zwischen 20 und 100 verwendet werden, also in unserem Fall 20, 100 Themen, weniger, wenn man Tausende oder Zehntausende Themen hat, wie es ja häufig jetzt dieser Tage in der Informatik bei Großdatenverarbeitung eigentlich der Normalfall ist. Man denkt sich halt, ich habe die Kapazitäten auf dem Großrechner, warum soll ich nicht einfach jede Menge Themen ausrechnen? Dann habe ich ein sehr starkes Ergebnis in dem Sinne, dass ich für sehr viele Themen ausgerechnet habe, was die Unterschiede sind. Allerdings funktionieren dann die statistischen Tests oder die Hypothesentests insofern nicht mehr nur für sich alleine, denn signifikant wird jeder gemessene Unterschied in diesem Fall sein. Deswegen gibt es zusätzlich und orthogonal zu Hypothesentests noch die sogenannten Quantifizierungen der Effektgröße. Es gibt da einige Dutzend, wenn nicht sogar mehr als 100 Maße, die die sogenannte Effektgröße messen. Und hier handelt es sich um eine Quantifizierung der Größenordnung eines Phänomens, das heißt einer in unserem Fall beobachteten Signifikanz. Weder bestimmt die Effektgröße die Signifikanz noch umgekehrt. Das heißt, es ist wirklich ein orthogonales Maß in dem Zusammenhang. Man verwendet sie, um herauszufinden, nachdem man eine Signifikanz gemessen hat, wie substanziell denn der Unterschied ist. Ein Beispiel dafür könnte sein, Sie bringen ein System von einer Average Precision von 0,5 auf 0,7 und stellen fest, das sei signifikant. Aber es kann sein, dass dieser Unterschied gar nicht so substanziell ist, wie zum Beispiel im Vergleich dazu ein System von 0,95 auf 0,97 zu bringen, weil das bedeutend schwieriger ist im Vergleich. Also das heißt, hier sollte man sich nochmal ganz genau hinschauen. Man sollte auch bei kleinen Unterschieden nicht sofort verzagen und sagen, oh, ich habe hier ein Problem, ich habe gar nicht so viel erreicht und es sieht ja viel besser aus, wenn ich eine riesengroße Schwankungsbreite habe. Man muss hier nochmal zurück auf das Experiment Setup gehen, sonst liefern einem die Maße und die Quantifizierung am Ende auch nur das, was man will. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass man keine Vergleichssysteme heranzieht, die trivial sind, von denen bekannt ist, dass sie garantiert nicht so gut funktionieren oder nur mittelmäßig funktionieren, sondern man sollte möglichst, und das ist natürlich auch eine häufige Forderung in der Forschung, den sogenannten State of the Art heranziehen und das kompetitivste System gegen das eigene antreten lassen, um zu sehen, ob die eigenen Ideen auch wirklich einen Beitrag leisten.
Das nur als Kurzabriss, im Vergleich hier. Es gibt ein Maß, das heißt Cohen's D, das beim Student-T-Test, das häufig in Verbindung mit dem Student-T-Test angewendet wird. Das haben wir dann hier einfach mal für Sie ausgerechnet. Das ist, die Formel ist nicht schwer, die finden Sie auf dem verlinkten Wikipedia-Artikel. Und es gibt dort auch eine Tabelle, bei der man mal einsortieren kann, was das in Hochsprache in etwa bedeuten könnte. Wenn ich jetzt hier einen Cohen's D von 0,84, also eine Effektgröße von 0,84 bei diesen sechs Themen messe. Und wie wir sehen, sind wir dort bei einer Effektgröße, die man als groß bezeichnen könnte, als large, was mithin ziemlich gut klingt. Natürlich sind auch diese, sag mal, Fuzzy-Deskriptoren, die man dann im Text verwenden könnte, durchaus umstritten. Damit sind wir fast am Ende. Genau, zu guter Letzt, das haben wir aber auch schon angemerkt, da gehe ich kurz drüber. Natürlich wird man nicht nur zwei Systeme miteinander vergleichen, sondern mehrere Systeme. Sie werden mehrere Baselines haben und Sie werden vielleicht auch mehrere Varianten des eigenen Systems ausprobieren wollen. Und ein Problem, was dann darüber hinaus auftritt, ist, dass auch dann Signifikanz relativ zufällig auftreten wird, einfach nur, weil Sie besonders häufig geguckt haben, besonders häufig Signifikanz gemessen haben. Auch dafür gibt es eine Wahrscheinlichkeit und um das zu korrigieren, werden Sie dann ein Maß wie die Bonferroni-Korrektion verwenden, um Ihr Experiment oder Ihre Signifikanztest in Anführungszeichen dafür zu bestrafen, dass er häufiger verwendet wurde. Wie mache ich die Hyperparameteroptimierung meines eigenen Verfahrens? Das wäre dann hier noch ein Thema. Letztendlich im Information Retrieval gibt es dafür, wie auch in vielen anderen empirischen Verfahren, wirklich kein systematisches Verfahren, mit der Ausnahme, dass man einfach brute force alle oder möglichst viele Parameter in verschiedenen Kombinationen durchgeht. Das wäre dann die Grid Search. Eine Alternative, wenn man sich nicht so ausführlich machen möchte, also nicht jeden Parameter, sei es ein quantifizierbarer Parameter zum Beispiel, in verschiedenen Abschnitten durch das Intervall der sinnvollen Werte dieses Parameters mit allen anderen Parametern konfigurieren möchte, um dann das System laufen zu lassen. Man kann auch einfach Zufallsbelegungen wählen und dort versuchen, ein bisschen etwas herauszulesen, um einfach zu sehen, wie robust ist denn das System gegenüber leichten Veränderungen der Parameter. Es kann auch einfach sein, dass manche Hyperparameter Ihres Systems gar keine große Rolle spielen im Endergebnis. Damit man, und das ist der finale Teil, das kennen Sie auch schon aus anderen Vorlesungen, wie mit dem maschinellen Lernen gegebenenfalls, damit man nicht in die Situation gerät, auf den Testdaten zu optimieren, also das heißt auf den Daten, auf denen man final herausfinden möchte, ob das System denn nun wirklich funktioniert, wird man die Daten, die man hat, in drei Datensätze splitten. Das wären Trainingsdaten, Validierungsdaten und Testdaten. Trainingsdaten werden herangezogen, um das System zu optimieren. Validierungsdaten werden herangezogen, um solche Tests durchzuführen. Und die finalen Testdaten werden dann herangezogen, um auf den final ausgewählten Parametern zum Beispiel herauszufinden, ob das System oder das Modell, das dem zugrunde liegt, tatsächlich auf zuvor ungesehenen Daten ganz gut funktioniert.